Saker Nummer 76 saß hinter dem Schreibtisch von Dr. Greg Collins und trug eine synthetisch-biologische Hülle, die dem gleichnamigen Doktor genetisch entsprach. Fast 2 Jahre zuvor hatte Nummer 76 Dr. Collins aufgespürt, ihn getötet, sein Blut und seine Organe entnommen und seine Identität gestohlen. Die Entführung war ruhig verlaufen und die Überreste von Dr. Collins waren so entsorgt worden, dass sie niemand jemals finden würde. Sobald die Hülle aus dem gestohlenen biologischen Material angebracht wurde, war das Saker darunter quasi nicht mehr nachweisbar, was Nummer 76 zu einer perfekten Nachahmung von Dr. Collins machte. Seit der Entführung hatte sich Nummer 76 im Namen von Anderson erfolgreich in Collins Leben und die SCP Foundation integriert. Nun, da es gelungen war, Conwell zu verdrängen und Zugang zu SCP-1360 zu erhalten, waren alle Puzzleteile an ihrem Platz. Das Einzige, was noch blieb, war, den richtigen Moment abzuwarten, um zuzuschlagen. Nummer 76 bemerkte seine Reflexion in Collins Computerbildschirm und fühlte etwas Traurigkeit oder das, was dem Gefühl für einen Androiden am nächsten kam. Collins hatte sich inzwischen zu seiner Identität entwickelt und er wusste, dass die Scharade bald vorbei war. Dann zuckte er mit den Achseln. Er hatte bis hierhin eine gute Zeit gehabt. Nummer 76 hatte keinen Grund, sich zu beschweren. Der Klang von jemandem, der sein Büro betrat, holte ihn zurück aus seinen Gedanken. Als er aufblickte, sah Nummer 76 einen bleichen, abgemagerten Mann mit langen, fettigen Haaren und ausgeprägten, dunklen Ringen unter seinen Augen. Ein paar Lederhandschuhe bedeckten seine Hände, die er zu engen Fäusten ballte. Der Mann runzelte angewidert die Stirn, bevor er sprach. »Guten Tag, Greg!« Die Worte des Mannes waren giftig genug, um einen Elefanten zu töten. Nummer 76's interne Systeme erkannten, dass es sich bei der Person um Dr. Harold Thompson handelte und dass er in beträchtliche Gefahr schwebte. »Harold?« begann Nummer 76. »Was machst du hier? Hat Dr. Freeman?« »Ich würde mir keine Sorgen um sie machen«, sagte Harold, als er auf den Schreibtisch zutrat und Nummer 76 in seinen Stuhl zurückrutschte. »Weißt du was? Mach dir um keinen von ihnen Sorgen. Sie sind nicht mehr mein Problem. Niemand weiß, dass ich hier bin. Es sind nur wir beide. Alter Freund.« Ich verstehe.« Nummer 76 sprach, als er anfing, seinen Stuhl auf die andere Seite des Raums zu schieben. »Und warum genau bist du hier?« »Fotos.« »Wie bitte?« »Fotos, verdammt!« schrie Harold. »Vor 2 Jahren, als Johnson ging, sagte er, er würde dir Fotos schicken. Fotos von Jack und Elizabeth. Fotos von Lisa.« An diesem Punkt begann Harold, um den Tisch herumzugehen. »Er sagte, du würdest vorbeikommen und sie mir geben. Er sagte, du würdest mich besuchen.« Harold schlug mit der Faust auf den Schreibtisch. »Aber du bist nie vorbeigekommen, Greg. Ich habe 3 Jahre gewartet und du bist nicht gekommen. 3 Jahre. Und das einzige Gesicht, das ich sah, war diese eiskalte Schlampe Freeman. Aber jetzt bin ich hier. Wo sind die Fotos, Greg?« Nummer 76 konnte sich nicht weiter zurückziehen. Sein Stuhl berührte die Rückwand und er versuchte nun in der Polsterung zu verschwinden. »Harold, es tut mir leid, dass ich dich nicht besucht habe. Aber du musst doch einsehen, dass sich die Gelegenheit nie ergeben hat. Gott, du warst selbst einmal ein Forscher. Zum Teufel, wir haben zusammen an Projekten gearbeitet. Du weißt, wie diese Dinge sind.« Nummer 76 blieb stehen, als er zusah, wie Harold einen seiner Handschuhe auszog. »Wo sind sie?« knurrte er. »Harold, Zachary Johnson starb vor 1,5 Jahren. Glioblastoma multiforme. Das war der Grund für seine Pensionierung. Er wollte die letzten Monate seines Lebens in Frieden leben. Er hat es nicht übers Herz gebracht, es dir zu sagen. Conwell, Freeman und ich haben versprochen, dass wir es dir nicht sagen. Es gibt keine Fotos. Es gab sie nie.« Harold hielt inne. Die Wut in seinen Augen verblasste in einem Augenblick und wurde durch Erkenntnis ersetzt. Tränen rollten ihm über die Wangen und er wandte sich ab. »Gott verdammt«, sagte Harold zwischen Schluchzern. »Gott verdammter Mist!« Langsam verließ Nummer 76 seinen Stuhl und legte eine Hand auf Harolds Schulter. »Es tut mir leid«, sagte er und sprang zurück, als Harold mit einem frustrierten Schrei reagierte und sich auf der Stelle umdrehte. Seine bloße Faust schlug Nummer 76 ins Gesicht und auf einmal verwandelte sich seine Außenhaut in massiven Marmor. Harold schaute sich an, was er vollbracht hatte und machte sich schweigend auf den Weg zur anderen Seite des Raumes. Dann fiel er auf den Boden, legte seinen Kopf in die Hände und ließ einen weiteren wütenden Schrei los, der erst aufhörte, als er ein plötzliches Knacken hörte. Er blickte auf, um zu sehen, wie Marmor Dr. Collins Risse bekam und schließlich zerbrach, wobei Scherben durch den Raum flogen. Eine Art Androide starrte ihn jetzt an. »Das war unangenehm«, sagte Nummer 76, als er seine rechte Hand ausstreckte. Eine kleine Kammer öffnete sich und es gab einen leichten Luftzug.
Eine schwarze Kugel von der Größe einer großen Mumme flog durch den Raum und landete auf Harold. Ihr wuchsen sofort Beine und sie krallte sich in Harold fest. Harold schrie entsetzt, als eine kleine Nadel zum Vorschein kam, mit der ihm ein unbekanntes Gemisch in den Arm injiziert wurde. Innerhalb von Sekunden konnte er sich nicht mehr bewegen. Dir wurde ein starkes Lähmungsmittel injiziert, sagte Nummer 76, als dem kleinen Amur erlaubte, wieder in sein Fach in der Hand zurückzuklettern. Du wirst für die nächsten 24 Stunden völlig benebend sein. Mehr als genug Zeit für sie also, um dich wieder in deinen Käfig zu schleppen. Nummer 76 schaute auf sein Spiegelbild in Dr. Collins' Computermonitor und schüttelte den Kopf. Die Befehle, die Anderson geben wollte, waren jetzt sinnlos. Sein Programm berechnete automatisch die nächsten Schritte. Ohne ein weiteres Wort vermummte er sich schnell mit einem Laborkittel und einem Hut, verließ das Büro und ließ Dr. Harold Thompson zurück. SCP-1360 saß stumm in seiner Zelle. Jeder Tag glich dem anderen. Es war in der hintersten Ecke des Raumes angekettet und hatte nicht viel zu tun, außer in seinem Notizbuch zu zeichnen. Leider gab es dieser Tage nur noch wenig zu zeichnen. Daher saß der Druide stumm da und wartete auf das nächste Mal, dass ein Forscher vorbeikommen würde, um Stücke aus seiner Haut rauszuschneiden. Der Kopf des Druiden schnappte nach oben, als er außerhalb seiner Zelle Schüsse hörte, gefolgt von dumpfem Geschrei und dann von Stille. Die Tür zu seiner Zelle öffnete sich und dann trat etwas schnell ein, was 1360 als Saker-Modell erkannte. Der Saker schloss die Tür hinter sich. Er humpelte leise durch den Raum und kniete sich neben 1360 nieder. Mehrere Schusswunden waren in der Plastikhülle zu sehen und das linke Auge war an vielen Stellen gebrochen. Sein linker Unterarm war komplett abgeschnitten worden. Lautlos packte der Saker die linke Hand von 1360 und schnappte den Mittelfinger auf. Dann steckte er einen kleinen Gegenstand in den Hohlraum. Zum ersten Mal seit fast 10 Jahren fühlte sich SCP-1360 wieder ganz. Seine fehlende Komponente war endlich ersetzt. Saker-Autorisierung, sagte der Saker. Nummer 76. PRHAD Nummer 31. Vokalisierungsmodul neu initialisieren. Wiederherstellen von PRHAD Nummer 31 Kundendaten. James Hamilton und Sarah Hamilton. 1360 fühlte sich, als hätte sich ein Funke in seinem Kopf entzündet. Alle Erinnerungen an seine früheren Besitzer strömten zurück und schlugen wie ein Hurricane in sein Bewusstsein ein. Als sich die guten und die schlechten Erinnerungen wieder an ihren Platz setzten, schaute er den Saker in die Augen und suchte nach den Worten, die er sagen wollte. Danke. 1360 sprach langsam. Es hatte seine Stimme so lange nicht gehört, dass es vergessen hatte, dass sie so programmiert war, um wie ein junger Mann in den 20ern zu klingen. Der Saker nickte im Gegenzug. Wir haben nicht mehr viel Zeit, 31. Ich habe den Türmechanismus deaktiviert, was uns ein paar Minuten verschaffen sollte. Wenn du etwas fragen oder sagen möchtest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. 1360 blickte kurz auf seinen Notizblock, dann zurück auf Nummer 76. Er hatte zahlreiche Fragen angesammelt. Es dauerte nicht lange, bis er sich für eine entschied. Sie haben mein Terminierungslaufwerk neu installiert. Werden wir sterben? Ich fürchte ja, 31, antwortete der Saker. Aber fairerweise, wir beide waren ja nie wirklich am Leben. 1360 nickte leise und verständnisvoll. Beide waren nicht in der Lage, sich den Weg nach draußen zu bahnen. Es tut mir leid, sagte 1360, als er auf den Boden starrte. Ich bin ein Versager. Ich habe Anderson nicht als Kummer bereitet. Ich hätte schon vor Jahren eliminiert werden sollen, aber sie haben mein Terminierungslaufwerk entfernt, als ich sie verloren habe. Es tut mir leid. Ja, du hast versagt. Und ja, du hast Anderson Ärger gemacht. Aber es ist in Ordnung, 31. Anderson gibt dir keine Schuld. Sie haben dir zugeschaut. Sie wissen, dass es nicht deine Schuld war, dass dein Terminierungslaufwerk entfernt wurde oder dass du deine letzten Kunden verloren hast. Bitte betrachte dich als von allem freigesprochen. Jetzt kam ein lautes Klopfen von der Tür. Das Personal der Foundation versuchte, in die Zelle einzudringen. Sollen wir dann? Fragte Nummer 76. Der Peregrine nickte und streckte seine Hand aus, die der Saker-Einheit fest umklammerte. Also gut. Aktiviere Foundation-Protokoll. Forscher Conwell stand ungeduldig vor der Zelle von SCP-1360. Nach seiner Versetzung hatte es nicht nur einen Verstoß der Verwahrung gegeben, sondern auch eine Infiltration von Standort 19. Aufgrund der Tatsache, dass SCP-1360 in beide verwickelt war, ist er festgenommen worden, um in der Situation auszuhelfen, nachdem alles wieder unter Kontrolle gebracht worden war. Conwell schloss die Augen und rieb sich seine Schläfen, als er sich gegen die Wand lehnte. Der Tag wurde immer besser und besser. Du kannst jetzt rein. Conwell blickte auf und sah Jürgen Crane in den Überresten der Zellentür stehen. Der Eindringling hatte den Mechanismus deaktiviert und die Tür verriegelt. Der Sicherheitsdienst hatte fast 30 Minuten gebraucht, um sie wieder zu öffnen. Agent Crane, sagte Conwell, als er einen Händedruck anbot. Sie haben dich zum Chef des Einsatzkommandos gemacht? Crane akzeptierte mit einem Grinsen. Bitte, nenn mich Jürgen.
Aber ja, das bin ich. Dein Droide hat eine kleine Störung verursacht. Cornwall nickte und folgte dem Agenten langsam nach innen. Abgesehen von der Aufregung durch die versammelte Sicherheitstruppe und ein paar Verwaltungsmitarbeitern war der Raum leer. Bis auf 1360s Notizblock, Stifte und zwei große schwarze Pfützen auf dem Boden. Cornwall bewegte sich leise durch die Menge zum Notizbuch, nahm es behutsam auf und blätterte durch die Seiten. Alle waren leer. Dann seufzte er, als er auf die Pfützen herabblickte. Jede war schwarz wie Obsidian mit der Konsistenz von Pudding. Cornwall kniete sich hinunter, wirbelte mit einem Handschuhfinger durch die Schmiere und formte ein kleines, trauriges Lächeln. Foundation-Protokoll, dachte er sich. Also, was denkst du, Jacob? Fragte Crane, als er Conways Seite trat. Du bist der Experte in dieser Sache. Wo sollen wir anfangen zu suchen? Nirgendwo, antwortete Cornwall. 1360 wurde neutralisiert. Anderson hat das Foundation-Protokoll aktiviert. Das was? Es ist ein eingebauter Selbstzerstörungsmechanismus, antwortete Cornwall und zeigte dem Agenten die schwarze Flüssigkeit auf seiner Hand. Wir haben es schon mal gesehen, als Agentin Merlo letzte Woche versagt hat. Anderson hat nicht versucht, den Druiden rauszuholen. Er wollte ihn zerstören. Der Raum verstummte. Alle Augen waren auf die schwarzen Pfützen gerichtet. Schließlich befahl einer der Verwaltungsmitarbeiter, Proben zu entnehmen und das Einsatzkommando zurückzuschicken und weitere Befehle abzuwarten. Cornwall bekam die Erlaubnis, seinen Flug anzutreten. Einer nach dem anderen verließ den Raum, bis schließlich nur noch Cornwall und die Forscher zurückblieben, die Proben aus den Pfützen sammelten. Cornwalls trauriges Lächeln kehrte zurück, als er in die schwarze Flüssigkeit starrte und kaum in der Lage war, sein eigenes Spiegelbild im schwachen Licht zu sehen. Auf Wiedersehen, dachte er bei sich und wandte sich dann um sich zu verabschieden.